Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, das PROC-Dateisystem. PROC. Das PROC-Verzeichnis ist kein wirkliches Dateisystem, sondern eine Schnittstelle zum Kernel. Die Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen, benutzen keinen Speicherplatz auf der Platte, sind aber trotzdem les- und in manchen Fällen auch beschreibbar. Ich wechsle nun ins Verzeichnis mittels CD, Schrägstrich PROC und der Inhalt sieht wie folgt aus. Sein Name trägt dieses Verzeichnis daher, dass es für jeden laufenden Prozess ein Unterverzeichnis bereithält, das Informationen über diesen Prozess zur Verfügung stellt. Das Unterverzeichnis trägt als Namen die Prozess-ID des jeweiligen Prozesses. Und die laufenden Prozesse kann ich mir auflisten lassen mittels ps-ax zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel hier ein laufender Prozess, das Programm gnome-terminal, das gerade läuft. Und ganz vorne steht dann die jeweilige ID dazu, die Prozess-ID hier 2397. Also wechsle ich nun ins Unterverzeichnis 2397. Den Inhalt kann ich mir auch wieder anzeigen lassen mit ls-l. Dieses Verzeichnis enthält unter anderem folgende Dateien: die Datei cmd line, die kann ich mir anschauen mit cat cmd line, die Kommandozeile, mit der der Prozess gestartet wurde, mit allen verwendeten Parametern. Ebenso gibt es noch cwd, Current Working Directory, ein symbolischer Link auf das Verzeichnis, das beim Aufruf des Prozesses das aktuelle Arbeitsverzeichnis war. Ebenso gibt es noch environ. Den Inhalt kann ich mir auch wieder anschauen mit cat. Die komplette Umgebung des Prozesses, Variablen, Funktionen und so weiter, sofern er eine Umgebung hat. Dann gibt es noch exe, ein symbolischer Link auf das aufgerufene Programm, das den Prozess ausmacht. Und ebenso gibt es noch root, ein symbolischer Link auf das Verzeichnis, das für den Prozess das Wurzelverzeichnis darstellt. Daneben finden sich weitere Informationen zu den verwendeten Ressourcen, Speicher, Libraries und ein Unterverzeichnis fd. Und zwar hier. Ich wechsle nun in das Unterverzeichnis FD mit CDFD. Inhalt anzeigen mit ls-l. Das Unterverzeichnis FD, das die File-Deskriptoren aller vom Prozess verwendeten Dateien enthält. Diese Information wird beispielsweise von den Programmen verwertet, die Prozessinformationen ausgeben. Was aber für uns im Zusammenhang mit Hardware wesentlich wichtiger ist, ist die Möglichkeit, im PROS-Verzeichnis auf bestimmte Informationen zuzugreifen, die hardwarerelevant sind. Das war Josef Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!